Na, jetzt aber erstmal Tokyo Apartment. Wollen wir uns ein bisschen dran gewöhnen, wie das Leben in Japan so ist. Ist das hier das einzige Fenster? Ja, willkommen in meinem kleinen Apartment. Kleine Roomtour hier, Klo. Hier chill ich immer. Und hier kommen immer Zombies rein. Können wir Dings machen? Eine Wette, ob ich die Map schaffe? Oder ist die schon automatisch am Laufen? Ich hoffe es. Bei dem Skill muss man direkt wetten. Schaffe ich das Endgame? So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Unnötig, unnötig. Da liegt alles, alles liegt da. Hier sind auch keine Waffen halt ansonsten. Habe ich nicht geschafft. Habe ich nicht geschafft. Ich starte zwar direkt 3-0, aber sogar habe ich die Wette nicht geschafft. Ich wusste halt nicht, wo ich irgendwas mache. Ich muss direkt an die Kiste halt rangehen. So, ich muss hier, den hier, muss den hier. Ich muss jetzt jeden extra Punkt mitnehmen. Dann nochmal neue Wette hier noch. Schaffe ich das Gun Game? Gun Game, sag ich, schaffe ich die Challenge? So. Her damit. Trink noch langsamer vielleicht. Okay, Insta. Bisschen unnötig jetzt. Also können wir erstmal den Spawn abkämmen. Sollen wir das Perk hier rechts. Ah! Rechts von mir ist. Steht auch nichts drauf, leider, wenn man da rangeht. Junge, wie viel Energie haben die denn? Ich dachte, das ist eine Shotgun. Lol. Lol. Wenn ich Zombies abschieße, werden die zu Crawlern? Ohne Explosion? Ich bin so am Arsch in dieser Map, Alter. Das ist ja heftig. Ich bin einfach instant am Arsch. Das ist ja ein cooles Feature. Wusste ich auch noch nichts von. 8000 Jahre Zombie, aber wusste noch nie, dass ich. Wenn ich mit einer. Wenn ich. Der die Beine abschießen, aber ich schieße den ja einen Schädel. Das ist auch der Strange an der ganzen Sache, du. Muss die Bres mal hier reinkommen lassen, damit die mal ein bisschen was droppen. Nuke oder sowas vielleicht noch? Ich bin halt echt am Arsch. Ich bin halt instant am Arsch auf der Karte. Jo, Digga, was hast du für eine Range? Junge. Du hast ja keine Zeit auf dieser Map. Das ist krass. Ich würde halt gerne mal schnell irgendwas kaufen können, aber das geht halt gar nicht. Mir fehlt einfach komplett die Zeit. Ich brauche eine Nuke mal, aber der droppt keine Nuke. Digga!
Die ist zu schwer schon fast. Also ich halt nicht weiß, wie ich hier groß vorgehen soll. Jo. Digga. Nächster Versuch. So, ich weiß auf jeden Fall, es bringt mir relativ wenig, leider. Wenn ich kein Speed Cola habe. Also ich, die Zeit reicht einfach nicht. Zeit reicht hinten und vorne nicht. Nächste. Ich brauche meine Granaten. Schneller, bitte. Jo. Sehr gut. Junge, chill. So, jetzt kommen wir bitte hier rein. Droppt auch bitte irgendwann Power-Ups. Danke. Schnell so. Nochmal eine Death Machine. In wenigsten Wellen hätte wir einfacher, ist wirklich. Hier ist heavy, heavy, heavy. Schneller trinken. So eine crazy Masse an Zombies, Alter. Ich komme da nicht hinterher. Digga. Wenn ich einmal nachlade mit Speed Cola, die Zeit ist schon. Die reicht eigentlich nicht mehr. Ich hab Nuke und so droppen die hier gar nicht. Wo ist er? Komm schneller, please. Schnell. Oh, ne. Okay. Ah, mein Leben ist sinnlos. Ich dachte, ich hätte noch Instakill. Ich weiß nicht die Taktik. Ich bin ehrlich überfragt mit der Taktik. Wir müssen uns direkt... Ich weiß, was wir machen. Wir behalten die Pistole. Wir holen uns direkt so viele Punkte wie möglich. Wir punchen die Pistole. Vulture-Aid. Oh, ist ja auch am Start. Wir müssen halt dringend Perks auch aufstocken. Übrigens, nächster Versuch der Challenge damit nicht geschafft.
Hilfe, 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 Hilfe. Nee. Umsonst ausgegeben. So, jump einfach durch die Barriere durch, mein Bre. Trinken muss halt schneller gehen. Digga, sauf! So. Schnell, lauf, Digga, warum kann ich nicht mehr rutschen? Schieß! Nein! 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 Los, leg dich hin! Ja, ja, ja! Donnerkanone ist gut. Nein, die ist aber nicht gut für Punkte. Ich muss nochmal ran. Ich krieg auch immer nur Burst-Waffen raus, Alter. Was ist das? Donnerkanone ist aber nett. Ja, ich denke, wir möchten. Also, das war eben eine dieser Runden, wo ich mir dachte, jetzt einfach entspannt bei Sonnenschein Sub fahren, wäre chillig. Wäre auf jeden Fall chillig. Ganz schön gut Gedanken lesen. Hätte was, ne? Ein bisschen stressfreier, frustfreier, ich kann mal ins Wasser springen, mich abkühlen. Das ist echt chillig. Komm, wir reden, lass mal über chillige Sachen reden. Auf dem Sub liegen und dann aufstehen und sich mit seinen Kollegen denken, yo, Digi, jetzt mal 10 Minuten schwimmen gehen zwischendurch. Einfach reinjumpen. Ja, außer in Hamburg natürlich. Safe. Selbstverständlich. Alles nur nicht in Hamburg damit chillen. How about Insta-Kill? Yes. Also die Number-Gun ist auf jeden Fall eine Waffe, mit der man sich gut retten kann, würde ich sagen. Komm, schnell, Digga, sauf. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, Chat, sehr gut, Chat. Sobald die Perks kommen, nur. Sobald die Perks fließen. Oh mein Gott, was?
Habe ich das Perk schon? Hä, das habe ich doch gar nicht. Warum kann ich das nicht aufsammeln? Yes, Donnerkanone ist wirklich der Bree. Der Bree. Was auch immer das ist, ich nehm's mit. Ich nehme jetzt alles mit, du. Schnell. Die punche ich auch gleich noch, natürlich. Oh nee. Oh, wir haben noch gar keinen Jugger. Unbedingt Munitionsvarianten und eine gepunchte Variante der anderen Waffe auf jeden Fall. Das war einmal ganz schnell. Oh, yes, 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 yes. Gekommen gerade. Hier, taktiler Sangria, keine Ahnung, wie er Mist doch immer heißt. Maschine, nehme ich mit. Wo ist Endgame hier? Kann man aber nutzen, dass, also ich brauche die halt immer für mein Dings. Widow's Wine, das ist halt immer so ein Game, nicht Game Changer, aber so ein Retter. Und da ein bisschen mehr Muni noch übrig hast. Ja, wo ist auch ein Endgame? Ich muss das nur finden, aber ich habe keine Zeit, sowas zu finden. Oh, Buyable Ending, 200k. Oh. Junge. In den ersten paar Runden richtig gestruggelt, aber jetzt läuft, du, jetzt läuft. Ja, nee, die habe ich zum Glück noch mitgenommen. Ich will natürlich auch alle Perks haben. Das habe ich schon, das habe ich auch schon. Los, Dogat! Wo ist denn Dings Endgame? Hä?
Ah, hier. Oh, wir müssen das in tausender Schritten abgeben. Dauert ja alleine ewig, das da reinzupacken an Punkten. Also, wo ich noch keine Widows hatte, okay. Bei der Hektik schwierig. Eisenrache kommt irgendwann im Laufe der nächsten Wochen. So, was fehlt denn noch an Perks? Elemental Bob. Ah, nochmal eine Death Machine. Die nehmen wir mit. So. Ein bisschen abcampen. Muss noch langsam echt anfangen, die Punkte da reinzupacken. So ein paar Turn-Typen sind ja auch entspannt. One Room Challenge hat schon was. Schon wieder eine Death Machine. Aber komm hier. Nach 10k mache ich da immerhin. Dachte in 1000er Schritten erst. Dann geht das ja noch. Dann hält sich der Spaß ja noch in Grenzen, du. Oh mein Gott. Wie viel muss ich da noch reinmachen? Ich will auch nicht mehr so viel. Das stimmt. An sich war Star Wars auch so eine One-Room-Map, stimmt. Ja, aber die hat hier nur ein Spawn. Wiederum. Da, also die Donnerkanone hat uns wirklich gesaved, kann man sagen. Oh, immer noch nicht zu Ende. 20k noch. Oh, Chat. Das hinkriegen du. Aber das noch hinkriegen du. Uiuiuiui. Jo. Yo, Rako! Ey, Rako, was geht? Echt, grüß dich. Schönen guten Abend, dass mal alle auch vom Rako rübergekommen sind. Ich hoffe, ihr genießt hier, wie ich gerade richtig Hackfleisch aus den Zombies mache. Wenn ihr wollt, kriegt ihr eine Portion ab. Sind genug für alle da. Ich glaube, damit haben wir genug Punkte gesammelt, aber für das Endgame. Runde 37. Nach ein paar Versuchen, aber nach ein paar Versuchen. Was geht, liebe Leute? Rako, auch Kuss an dich. Vielen, vielen Dank für deinen Raid, mein Bester. Oh mein Gott! Ah! Komm mal, lieber hier beenden, doch. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, nach ein paar Versuchen haben wir die Tokyo Apartment geschafft. Sehr, sehr kleine Map. Vermutlich sehr hohe Miete.